Leute, willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wii. Im letzten Part haben wir hier mit der geheimen 9. Welt angefangen, mit der keiner gerechnet hätte, auf gar keinen Fall. Die ersten 4 Level daraus haben wir schon abgeschlossen und jetzt kommen wir dann noch zu den letzten 4 Leveln aus dieser Bonuswelt und auch zu den letzten 4 Leveln im gesamten Spiel. Das heißt, es wird auch nur noch 4 Challenges geben und die werde ich euch alle jetzt dann gleich präsentieren. Wir fangen am besten mal gleich an mit Level 9.5. Help me! Mal gucken, ob ich dem Toad helfen werde. Mal gucken. Die Challenges heute werden dementsprechend auch nochmal ziemlich schwierig, denn das sind eben die letzten Level. Und passend dazu sind die letzten Level halt auch recht schwer. Und wenn ein Level bereits recht schwer ist, dann ist es eigentlich klar, das war knapp, klar, dass die Challenge dazu dann auch schon an sich gar nicht so einfach ist. Denn es ist ja standardmäßig gesetzt, dass man jedes Level bei den Challenges halt ohne Checkpoint und ohne Schaden zu nehmen schaffen muss. Und allein das ist halt dann schon bei den hinteren Leveln hier gar nicht mal so ultra einfach. Und deswegen glaube ich schon, dass ein paar von denen heute es ziemlich in sich haben, auch an sich von den speziellen Regeln her. Aber ja, ich komme am besten mal gleich zuerst. Ich glaube, die ist aber noch machbar. Und zwar ist die Aufgabe, dass man jeden Eisblock von denen hier, die im Level vorkommen oder die man sehen kann, zerstört. Und zwar auf eine ganz gewisse Art und Weise, und zwar, indem ich ihn in mindestens einen anderen Eisblock reinwerfe und der dann auch zerstört wird. Zum Beispiel also, so, das wäre erfolgreich gewesen. Wenn ich den jetzt aufnehme und ich werfe den hier dagegen, dann hätte ich verloren, weil ich habe den zerstört, aber keinen anderen Eisblock mit ihm zerstört. Deswegen habe ich halt verloren. Das hier wäre, ja, das wäre auch nicht regelkonform gewesen. Ich dachte, ich würde da treffen, habe ich aber sogar nicht. Aber zum Beispiel das hier wäre wieder regelkonform. Oder auch das hier. Ich will nochmal einmal eigentlich zeigen, dass man auch zwei auf einmal zerstören kann. Bin ich aber gerade zu blöd. Aber ja, die Aufgabe ist auf jeden Fall, dass man immer... Hallo, Toad. Oh nein, was soll ich nur tun? Soll ich ihn retten, Leute? Nein, er stirbt. Sorry, ich bin ein Arsch, ich weiß. Aber Tod ist mir egal. Ich will zeigen, dass man eigentlich... Genau, so zum Beispiel. Dass ihr das auch erlaubt. Jetzt habe ich ja mit diesem einen Eisblock gleich zwei andere zerstört. Aber das geht. Das darf man machen. Es muss halt nur mit jedem Eisblock mindestens ein anderer auch mit zerstört werden. Und sobald, solange das erfüllt ist, dann passt alles. Man muss ja auch wieder so ein bisschen nachdenken, weil das halt eventuell mal an einigen Stellen nicht so richtig aufgeht irgendwie, sag ich mal. Und man hat dann irgendwie noch einen Eisblock übrig hat, man aber dann am Ende oder in der Nähe keinen weiteren Eisblock mehr, gegen den man ihn werfen könnte. Also man muss da auch wirklich gucken, dass es aufgeht quasi und dass man es dadurch dann eben noch schaffen kann. Weil das wäre ärgerlich, wenn man es bei allen Blöcken schafft, aber dann ist halt am Ende noch ein einzelner übrig und man hat dann keinen anderen mehr übrig, keinen anderen Eisblock, gegen den man ihn werfen könnte und dann hätte man halt auch verloren. Deswegen, da muss man auch ein bisschen drauf achten, dass es auch wirklich schön aufgeht. Deswegen immer schön jeden Eisblock zerstören, indem man ihn in mindestens einen anderen reinwirft und der dann auch zerstört wird dadurch. Genau. So, jetzt noch den Rest vom Level kurz spielen. Ich glaube, vor allem die dritte Starcoin ist hier relativ fies. Das ist, glaube ich, eine der fiesesten im Spiel. Dafür braucht man auch zwingend eine Eisbühne oder einen Pinguinanzug, also irgendwelche Eisbälle, die man rausschießen kann. Aber habe ich ja zum Glück. Dürfte, glaube ich, dann gleich schon da oben kommen. Genau. Hier muss ich jetzt nämlich da so mitreiten. Mal hier den großen gleich mal. Muss jetzt den hier... Ne? Oder wie habe ich denn das gemacht? Das war interessant. Ja, der große ist sogar wirklich fast zu groß. Ich gehe mal einfach hier auf so einen Block sogar. Das ist, glaube ich, besser. Auf jeden Fall muss ich den da unten einfrieren. Und dann gleich darauf springen und dann mit ihm zur Starcoin hin, bevor er wieder auftauen kann. Ja, scheiße. Ja? Ich darf die vor allem nicht verlieren. Oder den nicht verlieren, den Pinguinanzug. Mal ein bisschen besser timen. Mal vielleicht hier schon einfrieren und dann einfach direkt drauf, genau. Okay, perfekt. Yay, also mit dem richtigen Timing geht's eigentlich. Aber ist trotzdem auf jeden Fall eine von den schwierigsten Starcoins im Spiel, das würde ich schon sagen. Genau, und hier am Ende kommen auch nochmal diese Eisblöcke vor. Also wie gesagt, man muss da wirklich gucken, dass es aufgeht am Ende. Weil wenn eben hier noch eine einzelne übrig ist, dann wäre das halt ein bisschen doof. Okay, die hier natürlich auch noch, genau. Und natürlich ohne Power-Ups das Ganze. Ja, das ist alles hier zu der Challenge. Und hier kommen auch noch welche vor. Bei denen muss man es übrigens auch noch machen. Wenn man es bei den beiden dann vergisst, das wäre doof. Wirklich bei allen Eisblöcken, die im Level zu sehen sind. Also falls es hier irgendeinen Bonusraum gibt, ich glaube eigentlich nicht, aber falls es einen gibt, wo die auch vorkommen, dann muss man das dann nicht machen, es sei denn, man besucht den Bonusraum. Ne? Wie immer, das mache ich ja jetzt bei allen Challenges so, das habe ich ja bei früheren Challenge-Projekten nicht so gemacht. Aber ich finde, das ist so am sinnvollsten, wenn ich irgendwie sage, dass man mit bestimmten Gegnern oder Objekten irgendwas machen muss, dass man das eben mit all denen machen muss, die auch im Level auftauchen quasi, sodass man nicht unbedingt Bonusräume aufsuchen muss, man kann, aber dann muss man eben auch mehr Arbeit dafür machen. Gut. Jetzt dann gleich weiter mit Level 9.6. Let's go. Das ist, glaube ich, ein Lava-Level. Also die Reihenfolge ist ja hier
ein bisschen anders. Es ist zwar trotzdem so, dass jedes Weltenthema hier in den 8 Leveln einmal vorkommt, aber die Reihenfolge ist trotzdem eine ganz andere. Ich freue mich dann übrigens schon auf 9-7, also das nächste Level, weil das ist so das Schwierigste, würde ich sagen, im gesamten Spiel. Vor allem da die letzte Starcoin auch wieder hat es in sich. Aber das gesamte Level ist schon sehr schwer. Aber erstmal das hier. Und hier ist die Challenge nochmal ganz klassisch, denn ich wollte das nochmal einmal machen. Das ist auch ein cooles Level dafür. Das ist ziemlich geeignet, finde ich. Und zwar wieder ein Speedrun. Und zwar muss man das mit 340 Sekunden Restzeit abschließen. Genau. Das würde auch noch ein bisschen besser gehen. Okay, gut. Ist auch die erste, passt. Also auch irgendwie 343 oder so würde, glaube ich, auch gehen. Ich glaube, ich habe 345 probiert, aber nicht geschafft, weil ansonsten hätte ich 345 gemacht, weil das noch schöner wäre, irgendwie. Aber ich habe es dann bei 340 belassen, weil dafür muss man auch schon einige schwierige Sprünge machen. Oh Gott. Ja, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich lasse die mal. Nicht, dass ich jetzt hier blöd sterbe oder so. Das wäre es nicht wert. Okay. Genau, auf jeden Fall für 340 bin ich ja jetzt schon deutlich drunter. Schon deutlich zu langsam, muss man auch schon wirklich einige schwierige Sprünge machen. Man darf sich ein paar Fehler hier und da erlauben, aber wirklich nur kleinere eigentlich. Es gibt auch ein paar Stellen, bei denen man gezwungenermaßen zumindest ganz, ganz kurz warten muss, weil halt irgendwelche Lavafontänen im Weg sind, an denen man nicht vorbeikommen kann. Aber vielleicht kann man ja doch irgendwie an denen vorbeikommen, ohne allzu viel Zeit zu verschwenden. Mal gucken, wie ich das dann schaffen werde und wenn es welche von euch probieren, wie ihr es dann machen werdet. Ah, sehr schön. Und die, das ist interessant, die letzte ist einfach ganz woanders. Da oben, aber ne, ich habe eher ein volles Power-Up und volle Leben. Bringt mir also nicht allzu viel. Da muss man tatsächlich sagen, hier in den Bonus-Leveln kommen sogar vergleichsweise viele Power-Ups vor. Das meint man vielleicht gar nicht. Aber Power-Ups gibt es ja eigentlich schon viele. Aber die Level sind halt trotzdem so schwer. Oder jetzt nicht ultra schwer, aber schon schwerer als alles andere bisher. Sodass man die Power-Ups schnell mal verlieren kann. Oder auch durch Instant-Kill-Stellen stirbt. Jetzt, oh Gott, jetzt gerade eben. Ach, da ist noch eine, okay. Wollte schon sagen. Okay, ja, ich warte mal jetzt lieber. Ja, da kommt nochmal so ein Typ. Das war sogar ein bisschen knapp. Ja, ich hätte es noch locker schaffen können eigentlich. Weil die lässt sich ziemlich lang Zeit, die Lavafontäne. Aber sicher ist sicher. So, okay. Jetzt richtig timen, bitte. Aber okay, die versinkt sogar gar nicht gänzlich in der Lava. Also kann man eigentlich fast gar nicht verkacken. Gut. Ich bin, glaube ich, bisher in der Bonuswelt noch kein einziges Mal gestorben, ne? Kann das sein? Ich glaube, im letzten Part ja auch nicht und in diesem auch wieder nicht. Wundert mich eigentlich. Weil in... Ich weiß gar nicht, bin ich in jeder anderen Welt einmal gestorben? In Welt 1 bin ich ja auch einmal gestorben, meine ich. Vielleicht bin ich in jeder anderen einmal gestorben, mindestens. Vielleicht werde ich es aber hier sogar dafür ohne Tod schaffen. Das wäre auch lustig. In der schwierigsten Welt einfach mal gucken. Aber jetzt kommt das schwierigste Level. Nein, Toad. Ich habe dich gerade eben schon sterben lassen. Werde ich dann nochmal tun. Jetzt auf jeden Fall schwierigstes Level 9-7. Und es ist auch, würde ich sagen, eine der schwierigsten Challenges. Vielleicht nicht die schwierigste, aber die hat es auch sehr, sehr in sich. Kann man sich, wenn man das Level kennt, vielleicht sogar denken, was ich mir hier Verrücktes überlegt habe. Weil das ist ein cooles Prinzip. Denn das Level hat nochmal eine komplett eigene Idee. Und zwar mancher, die in Eis eingeschlossen sind und die durch Feuerbälle aufgetaut werden können. Sowohl durch Feuerbälle von Piranha-Pflanzen, als auch durch meine eigenen. Mhm. Das heißt also, man muss hier ein bisschen defensiver agieren, denn wenn man zu viele Feuerbälle verschießt, dann befreit man die ganzen Mancher und hat überall unsicheren Boden. Und da muss man ein bisschen drauf Acht geben. Und die Challenge spielt natürlich mit diesem Prinzip. Denn die Aufgabe ist es, dass man ganz einfach alle Mancher aus den Eisblöcken befreit. Mhm. Und zusätzlich darf man auch noch keine Piranha-Pflanzen töten. Das ist hier die Aufgabe. Und das ist ziemlich schwierig. Zusätzlich auch noch mit der Bedingung, dass man keine Piranha-Pflanzen töten darf. Das heißt, es werden ständig Feuerbälle durch die Gegend fliegen. Was okay ist, weil man muss ja auch die ganzen Mancher befreien. Deswegen braucht man einige Feuerbälle dafür. Ja, scheiße. Einige Feuerbälle dafür. Aber trotzdem, das ist dann nicht so einfach. Und die alle zu befreien, die Mancher, führt eben auch dazu, dass es überall unsicher ist, egal wo man sich befindet, so ungefähr. Man muss sogar teilweise auch ein bisschen klug wieder agieren und so ein bisschen Rätsel lösen fast schon, in welcher Reihenfolge man die Mancher befreit. Weil wenn man nämlich irgendwelche Mancher jetzt rechts von mir befreit, wenn ich jetzt all die befreien würde, alle die jetzt noch kommen quasi so ungefähr, und ich kann dann gar nicht mehr nach rechts kommen, weil halt da überall der Boden unsicher ist, dann hat man natürlich auch ein Problem. Und deswegen, da muss man wirklich drauf aufpassen. Und Feuerblume habe ich noch gar nicht erwähnt. Feuerblume ist erlaubt hier. Muss man sogar, anders geht's nicht, weil manche Mancherblöcke können nicht von den Piranha-Pflanzen erreicht werden. Also ja, Feuerblume darf man und soll man und muss man benutzen. Anders geht's sowieso nicht. Genau, man darf auch direkt mit Feuerblume in das Level starten. Aber man darf eben keinen Schaden nehmen, wie immer eigentlich bei den Challenges. Und es gilt wirklich speziell, das ist ganz wichtig, nur für die Mancherblöcke. Alle anderen Eisblöcke müssen nicht unbedingt befreit werden. Dürfen sie, aber müssen sie nicht. Hier sind ja
Münzen drin, zum Beispiel da oben. Genau. Die kann man befreien, muss man auch nicht, das ist egal. Aber es müssen halt alle Mancher befreit werden. Stimmt, ich wollte hier noch was zeigen, weil es gibt hier was ganz Witziges. Die Zeit ist sogar auch ein bisschen ein Problem, tatsächlich, weil man muss hier wirklich sehr, sehr viel machen in relativ kurzer Zeit und die Zeit könnte einem sogar hier ein bisschen ausgehen. Wo waren das nochmal? Es gibt nämlich irgendeine Stelle, wo ein Mancher fehlt. Das ist ganz cool. Ist es hier? Ne, da ist auch einer drin. Vielleicht kommt es erst später. Vielleicht finde ich es jetzt auch doch nicht mehr. Keine Ahnung. Aber ich glaube, es gibt hier irgendeine Stelle, wo einfach ein Eisblock am Boden ist, wo aber kein Mancher drin ist. Obwohl da eigentlich einer sein sollte. Ja, das finde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Egal. Hier sind nämlich, glaube ich, dann schon die letzten so ziemlich. Weil alles, was jetzt noch kommt, das sind keine Mancher mehr. Das sind einfach nur noch Eisblöcke mit Münzen oder auch anderem Zeug drin. Hier, jetzt habe ich schon vielleicht ein Problem. Weil hier muss man nämlich schnell durch. Jetzt habe ich nämlich da mir eventuell... Ne, es geht noch. Hier durchrutschen. Okay, genau. Jetzt wird es nämlich sehr stressig. Hier die letzte Starcoin. Mal kurz die killen. Okay. Und da jetzt noch so crazy Wandsprünge machen da unten. Ganz ruhig. Okay. Nicht runterfallen. Und Eis ist ja auch noch überall. Also das ist auf jeden Fall... eine der schwierigsten, vielleicht wirklich die schwierigste Starcoin. Wenn man hier keine Feuerbrüder hat und man die Feuerbrüder nicht rechtzeitig killt, dann machen die halt auch da alle Blöcke weg und dann kann man da gar keine Warnsprünge mehr machen, um die Starcoin zu kriegen. Also die ist schon wirklich sehr, sehr fies. Ja. Aber auch das Level, ja, nicht oben erwischt, egal. Auch das Level habe ich geschafft. Yay, oh yeah, Mario Time. Aber ich kann schon mal euch versichern, die Challenge, die werde ich nicht im ersten Versuch schaffen. Die ist wirklich sehr, 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 sehr schwer. Vielleicht ist es sogar die schwierigste, ich weiß es nicht genau. Es gab halt viele andere davor, die auch schon extrem schwierig waren. Deswegen ist es schwierig zu beurteilen, jetzt zu sagen, dass es wirklich die krasseste ist. Aber es ist eine von den krassesten. Das ist wirklich ultra, ultra schwer, weil das gibt so viele Mancher, die man befreien muss. Man muss sich, wie gesagt, Gedanken darum machen, in welcher Reihenfolge man sie befreit. Die Zeit könnte tatsächlich eng werden, weil es sehr lange dauert. Man muss ja auch relativ vorsichtig agieren, weil man keine Piranha Pflanzen töten darf. Wenn einmal ein Feuerball eine trifft, hat man auch sofort verloren. Also da sind schon wirklich sehr viele Dinge, die man beachten muss. Und das Level an sich ist eh schon sehr schwer. Deswegen, die hat es wirklich in sich. Gut. Dann jetzt noch zum letzten Level und dann auch zur letzten Challenge. Let's go! So, hier ist die Challenge. Glaube ich auch nicht so einfach, aber nicht die allerschwierigste. Aber die ist nochmal cool. Die gefällt mir nochmal. Ist zwar ziemlich standardmäßig, aber die ist trotzdem cool, weil man hier viele verschiedene Dinge irgendwie machen muss. Weil das Level halt einfach irgendwie perfekt auf die Challenge ausgelegt ist, sage ich mal. Und zwar ist die Aufgabe, dass man die Wolkenblöcke da unten niemals berühren darf. Man darf hier Power-Ups benutzen. Ja, stimmt, das könnte ich mir sogar eigentlich überlegen, ob ich das erlauben will. Das habe ich jetzt... Ich könnte sogar jetzt mir überlegen, ob ich spontan eine Änderung an der Challenge durchführen will. Ich habe eigentlich ein bestimmtes Power-Up vorausgesetzt, was man hier benutzen soll. Aber ich könnte es sogar freigestellt lassen. Vielleicht gibt es sogar verschiedene Möglichkeiten, nämlich. Dann wäre es auch noch was Besonderes. Stimmt, dann mache ich das so. Das fällt mir jetzt spontan gerade ein. Das ist cooler. Also die Power-Ups, die man hier bei diesem Level benutzt, sind beliebig. Die darf man sich aussuchen. Auch den Propellerblock, den ich gerade hier benutze, den darf man auch verwenden. Muss man nicht, sollte man aber, das ist, empfehle ich euch, ist ja nur eine Hilfe. Außer ihr benutzt schon den Propellerpilz, dann bringt es nicht so viel. Aber trotzdem, ihr dürft auf jeden Fall hier beliebige Power-Ups benutzen, das ist jedem von euch freigestellt. Genau. Stimmt, das ist mir jetzt wirklich spontan so eingefallen, dass es eigentlich eine coole Idee wäre, das so zu machen. Ich weiß gar nicht, warum ich da davor nicht dran gedacht habe. Davor habe ich eben, das werde ich aber jetzt nicht verraten, davor habe ich eben beim Üben halt ein bestimmtes Power-Up benutzt. Oder sogar eine Combo vielleicht aus verschiedenen Power-Ups, wer weiß. Um das schaffen zu können. Ich habe es auch schon geschafft, also das ist möglich, auf jeden Fall. Mini-Pilz lasse ich mal. Aber ich mache das jetzt mal wirklich so, dann hat es auch noch ein bisschen was Besonderes hier, die letzte Challenge. Eine spontane Änderung, dass die Power-Ups eben beliebig sind. Ihr dürft euch aussuchen, welche ihr benutzen wollt. So, und hier diese lustigen Mega-Ultra-Riesen-Kugel-Willis da, werden aber immer schön durch Münzen wenigstens angedeutet, wo sie sind. Also ist nochmal ein schönes Abschlusslevel. Das ist deutlich einfacher als das davor. Aber ist nochmal so ein kleines Bonuslevel fast schon, könnte man sagen. Mit den ganzen Münzen, die man hier auch einsammeln kann und sowas. So, hier schon den Langbouncen. Wunderschön. Genau, und das ist ansonsten aber die einzige Aufgabe, dass man eben die Wolkenblöcke da unten nicht berühren darf. Alles andere darf man berühren. Man darf von Gegnern wegspringen und andere Blöcke und sowas. Aber man darf halt niemals auf diesen Wolken da unten landen. Das gilt für alle Wolken, die hier überall vorkommen. Also hier in den Zwischenräumen zum Beispiel da... Nein, jetzt habe ich die Star. Bin ich denn dumm? Da kommt nochmal einer, ne? Ja. Jetzt muss ich nochmal... Kann ich überhaupt nochmal sterben? Lass mich sterben!
Jetzt muss ich das blöde Level nochmal neu spielen, weil ich mich so auf die Challenge konzentriert habe, dass ich eine Starcoin verpasst habe, Mann. Das ist so ärgerlich. Das wäre ansonsten ein perfekter Run gewesen hier durch die Bonuswelt. Ich habe ja auch immer alle Starcoins mitgenommen. Ich bin kein einziges Mal gestorben. Das wäre so ein perfekter Run gewesen. Und zum Ende hin bei der letzten Starcoin muss ich es nochmal verkacken, weil ich die Challenge erklären wollte. Mann. Da unten ist sie voll auffällig. Und ich achte einfach nicht drauf. Check's nicht. Ach Mann. Ich habe jetzt mal mit Minipilz gespielt. Für ein bisschen Abwechslung. Vielleicht ist Minipilz eine gute Wahl. Bei der Challenge. Ich weiß es nicht. Also ich weiß schon. aber ich weiß nicht genau. Ich habe halt das nur mit einem bestimmten Power-Up getestet. Und da habe ich es geschafft damit. Also ist auf jeden Fall möglich die Challenge. Mit irgendeinem Power-Up. Aber es könnte auch sein, dass es mit mehreren Power-Ups geht. Das kann man eben abwägen. Und, wahuhuhu! Yeah! Und weil ich das ja euch freigestellt habe, dürft ihr sowohl mit einem beliebigen Power-Up starten, als auch beliebige Power-Ups in dem Level einsammeln. Also, wie gesagt, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Du hast alle Geheimnisse in New Super Mario Bros. Wii freigeschaltet! Yay! Das fällt mir jetzt gerade auf. Das ist voll komisch, dass das New und das Wii klein geschrieben wird, aber Super Mario Bros. Groß. Also, komplett in Großbuchstaben. Naja. Yay! Wir haben alles. Yippie. Außer den Tod gerettet. So, genau. Damit habe ich auch alle Challenges vorgestellt zu allen knapp 80 Leveln. Ich glaube, irgendwie 77 Level oder sowas. Ich glaube, knapp 80 eben sind es. Also wirklich einige. Wie gesagt, könnt ihr auch gerne mal selber ausprobieren, wenn ihr ein paar wahnsinnige Sachen machen wollt. Oder auch ein paar chillige. Gibt es ja auch. Es werden auf jeden Fall noch weitere Livestreams kommen, wo ich dann noch die weiteren Challenges ausprobiere, bis wir dann am Ende wirklich alle geschafft haben. Und vom Let's Play wird noch ein weiterer Part kommen. Denn wir waren noch gar nicht hier in Peach Loss. Denn da kann man noch etwas machen. Und zwar sich diese lustigen Bonus-Videos angucken. Das wurde ja auch schon uns ein paar Mal hier im Spiel vorgeschlagen. Und ich will mir ganz gerne noch einige von denen angucken. Ich glaube nicht alle, weil das würde ein bisschen zu lange dauern, aber so die allercoolsten würde ich mir angucken, weil das sind einige sehr Verrückte dabei, die sogar auch Ähnlichkeiten haben zu meinen Challenges und deswegen, da werde ich noch darauf reacten quasi beim nächsten Mal und die können wir uns dann noch im letzten, finalen Bonus-Part von New Super Mario Bros. Wii gemeinsam anschauen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal.